Vor unserer Reise nach Taiwan hatten wir kein Bild vor Augen, wie es dort wirklich aussieht oder was uns in diesem Land erwartet. Bei unserem Trip in den Osten von Taiwan kommen wir diesem bisher unbekannten Puzzle näher und erkunden die traumhaft schönen Küstenlandschaften um die Kingshui Cliffs und fahren mit dem Roller durch den Taroko Nationalpark, der uns mit seinen Bergen, Schluchten und Hängebrücken nachhaltig beeindruckt. Und für euch gibt es in diesem Video auch noch was zu gewinnen. Wir melden uns hier direkt aus dem Expresszug nach Hualien. Von der Taipei Main Station dauert das nur 2 Stunden 15 Minuten und kostet 13 Euro pro Person. Also der Bahnhof hier verrät schon mal, was uns in den nächsten Tagen erwartet. Überall hier so Bilder vom Taroko Nationalpark. Und unsere Unterkunft, die ist so 10 Minuten zu Fuß von hier entfernt. Okay, thank you so much. Thank you so much. Ich glaube, das ist einer der schönsten Unterkünfte, die wir bisher auf Weltreise hatten. Also hier ein riesiges Zimmer, Fernseher, Couch, Bad mit abgetrennter Dusche, also purer Luxus für uns. Kostet auch nicht wenig, 44 Euro pro Nacht ist uns das hier wert. Aber wir sind hier ein bisschen länger in Hualien, weil wir hier auch ein bisschen arbeiten und weil wir auch den Wetterbericht gesehen haben und dachten, okay, der ist nicht sonderlich gut, Wolken verhangen, kalt, Regen. Desto mehr Tage wir hier sind, desto größere Chance haben wir auf gutes Wetter. Mal schauen, wie das funktioniert. Aber ich sag mal so, bei Regen lässt es sich hier drin auch auf jeden Fall aushalten. Während wir es uns hier gemütlich gemacht haben, könnt ihr was gewinnen, nämlich hier die Reiseadapter von Epica. Die haben wir vor ein paar Wochen beworben, da waren sie allerdings nicht pünktlich in Deutschland lieferbar und als kleine Entschuldigung macht Epica mit uns für euch ein kleines Gewinnspiel. Ihr könnt dann zwischen zwei Adaptern wählen, einmal der kleine 105C, den gibt es auch in verschiedenen Farben, oder der große, der 105 Pro, der hat so eine Power Delivery Funktion. Wir verlinken euch das auch unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch die Unterschiede durchlesen. Und das Einzige, was ihr dazu machen müsst, ist das Video liken, kommentieren, am besten einen Kommentar, aus dem hervorgeht, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, und ihr könnt Epica bei Instagram und YouTube folgen. Genau, und wie viele wir davon verlosen, hängt tatsächlich an euch. Also einer wird auf jeden Fall verlost, aber wenn mehr als 100 Kommentare zusammenkommen, dann dürfen wir gleich 3 verlosen, also kommentiert fleißig. Und während ihr was gewinnen könnt, hoffen wir jetzt erstmal auf besseres Wetter. Guten Morgen, ihr seht es, ich werde geblendet. Das Warten hat sich gelohnt, blauer Himmel. Und es gibt verschiedene Arten, um in den Nationalpark zu kommen. Mit dem Bus oder auch einen Teil mit der Bahn fahren und dann mit dem Bus. Oder mit dem Mietauto oder mit dem Mietroller. Und das machen wir. Taiwan License. International. Sorry. Die Rollersuche war heute gar nicht so leicht. Wir haben jetzt aber einen gefunden, weil die meisten Motorradverleihe, die befinden sich so überwiegend um den Bahnhof drumherum, verlangen einen internationalen Führerschein, wo auch vermerkt ist, dass man einen Motorradführerschein hat. Ich habe keinen Motorradführerschein und normalerweise in Südostasien oder so ist das eigentlich nie ein Problem, da fragt keiner nach. Aber hier in Taiwan ist das etwas strenger und wir mussten bestimmt erst so 5, 6 fragen, bis wir einen gefunden haben, der uns den Roller trotzdem ausgeliehen hat. Das verlinken wir euch dann auf dem Blogbeitrag. Aber er war dort etwas teurer gewesen. Er kostet jetzt 650 Taiwan-Dollar, als so fast 20 Euro. Und die anderen haben alle 500 verlangt. Aber wir dachten, okay, bevor wir irgendwie gar keinen kriegen, nehmen wir lieber den und haben jetzt so 50 Minuten Fahrt ungefähr vor uns. Let's go. Hier in Taiwan gibt es auf großen Kreuzungen die Two-Intersection-Rule. Man darf nicht direkt links abbiegen, sondern muss erst in diese Box da reinfahren. Machen wir es jetzt mal. Okay, er fährt einfach. Aber wir müssen hier rein. Und jetzt warten wir erst, bis es grün wird. So habe ich das verstanden. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt hier wirklich warten müssen oder einfach fahren können. Irgendwie macht es gar keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, weil die Autos dürfen links abbiegen. Und wir warten jetzt, bis die nächste Ampelschaltung sozusagen grün wird. Also muss man 2 Ampelschaltungen warten. Das war nah. Oh mein Gott. Und falls ihr euch gefragt habt, was das ist einfach ein Militärflughafen, der hier einfach direkt neben Hualien ist. Das ist 10, 12 Mal am Tag. Jetzt ist grün. Jetzt ist die Ampel grün, jetzt sind wir fahren. Spontane Planänderung. Statt direkt in den Taroko Nationalpark zu fahren, fahren wir erstmal so hier diese Küstenstraße entlang. Die soll nämlich auch richtig schön sein.
Die Küstenstraße ist da, wo der blaue Himmel ist. Von daher ziehen wir das jetzt mal vor. Das dauert nicht viel länger, ist nur ein kleiner Umweg und da gibt es ein paar schöne Viewpoints. Nice. Boah, das sieht krass aus. Ich hatte bei Taiwan nie ein Bild vor Augen, was mich in diesem Land erwartet. Und mit jedem Stop setzt sich dieses Puzzleteil besser zusammen und neu dazugekommen bis heute. Blauer Ozean, endlos langer Strand und Klippen, die sich 2000 Meter hoch dahinter erheben. Es gibt hier an der Küstenstraße verschiedene Aussichtspunkte und das, was man sieht, sind die King Shui Cliffs. Die sind hier an der Küste bis zu 2000 Meter hoch und im Taroko-Nationalpark ist der höchste Berg sogar 2400 Meter. Und Taroko ist auch ein gutes Stichwort. Wir könnten es hier auf jeden Fall noch länger aushalten, aber ich glaube, so langsam wird es mal Zeit, dass wir uns auf den Weg in den Taroko-Nationalpark machen. Wir sind hier jetzt schon im Taroko-Nationalpark. Es gibt hier keinen richtigen Eingang, wo man Eintritt zahlen muss, sondern es ist nämlich kostenlos und die Straßen, die gehen hier auch einfach so als normale Verkehrsstraßen durch Taiwan. Und der Taroko-Nationalpark ist bekannt für die Schlucht und den Liwo-Fluss. Ich weiß nicht, ob das der schon ist, den ihr hinter mir seht. Der ist eher so ein kleiner Bach. Und es gibt ganz viele verschiedene Wanderwege von mehrstündigen Wanderungen, wo man auch eine Permit vorher braucht, bis hin zu kleinen Wanderungen, 20, 30 Minuten. Ich habe mich ehrlicherweise da jetzt gar nicht großartig vorher informiert. Wir lassen uns hier einfach treiben, haben mit dem Roller die Freiheit, überall anzuhalten, weil so die einzelnen Spots und Viewpoints und so weiter sind schon eine Ecke voneinander entfernt. Alternativ fährt hier auch ein Bus durch, aber ich denke mal, Roller ist schon die beste Möglichkeit, sich hier frei zu bewegen. Also für musikalische Untermalung wird hier auch gesorgt durch Megafone, wenn ihr ein bisschen im Hintergrund hört. Passt ganz gut zur Stimmung. Und hier gibt es den Eternal Spring Trail in der Nähe von diesen zwei Tempeln hier und den laufen wir mal ein Stück. Das hier ist der Changshun-Schrein und der wurde zu Ehren der Opfer errichtet, die hier beim Bau der Straßen bzw. des Highways ums Leben gekommen sind. Es waren über 200, unter schwierigsten Bedingungen mussten die hier die Straßen errichten und hier zu Ehren ist dieser Schrein errichtet worden. Und der Trail, ich weiß nicht, ob es der richtige ist, da war gerade ein Schild, da geht es nicht weiter. Deswegen schwingen wir uns zurück auf den Roller und erkunden weiter den Nationalpark. Okay, wir sind nicht sonderlich weit gekommen, weil wir haben jetzt noch einen Stop beim Changguang-Tempel gemacht. Der liegt hier so ein bisschen erhöht auf dem Berg und ich dachte, man kann den nur erreichen, wenn man den Trail macht. Aber hier führt auch eine Straße hoch und hier ist so eine coole Hängebrücke. Das ist ja nicht ganz so schwindelfrei. Bis hierhin ging es, weil hier so grün drunter ist, aber ich traue mich jetzt einfach. Ich gehe einfach. Let's go. Ja. Wir sind hier gerade lang gelaufen, bis wir gemerkt haben, das gehört auch zum Eternal Spring Trail, also da, wo wir gerade unten waren, was gesperrt war, und das hier gehört zusammen. Das ist dann quasi das Ende oder eben der Anfang, je nachdem, wo man halt startet. Und für die Hängebrücke muss man echt schwindelfrei sein. Und wir schauen einfach mal weiter. Normalerweise erkundige ich mich ja schon immer so ein bisschen, was wir eigentlich machen. Aber heute, ja, lassen wir einfach mal alles ganz spontan auf uns zukommen. Das hier ist unser nächstes Ziel, Buluwan Suspension Bridge. Yay, also ich habe das Gefühl, langsam Taroko Nationalpark besteht hauptsächlich aus Suspension Bridges. Ich meine, die sind cool, aber mit Höhenangst, die sind schwierig. Traust du dich? Hier ist ja noch was unter mir. Ich weiß noch nicht, ob ich noch weitergehen kann. Die Schlucht kommt erst noch. Also für Helen ist da vorne Endstation, deswegen nehme ich euch mit hier auf die Suspension Bridge. Und man hat so eine krasse Aussicht hier in das Tal rein, wo jetzt auch mehr Wasser im Fluss ist, weil wir sind gerade an einem Staudamm vorbeigefahren. Wobei das Wasser nicht ganz so klar ist, wie ich das auf manchen Bildern schon gesehen habe, aber vielleicht an anderen Stellen. Und es ist halt mega cool, dass das hier alles einfach kostenlos ist.
Die Hängebrücke ist 200 Meter lang und liegt 150 Meter über dem Livo-Fluss hier. Und es gibt bei den ganzen Sachen hier immer so Informationstafeln, ist auch auf Englisch übersetzt. Und ich mache mich wieder auf den Rückweg, schwinge mich mit Helen wieder auf den Roller und mal schauen, was als nächstes kommt. Beim Tunnel of the Nine Turns, der Name ist selbsterklärend, das ist so ein Tunnel, der hier in den Felsen gehauen ist und auch so ein bisschen offen ist. Hier kann man langlaufen und auch von hier hat man wieder so einen richtig schönen Blick auf diese Schlucht. Also der Weg hier ist auf jeden Fall sehr krass, es ist schwer auf Kamera irgendwie festzuhalten. Hier stehen wir irgendwie so einerseits unter so einem Felsvorsprung, dann ist hier einfach der Fluss, der hier durchfließt und ist irgendwie so mitten in dieser Schlucht einfach drin. Also schon beeindruckend, haben wir so in dieser Form auch noch nie gesehen. Ich bin sehr fasziniert, muss ich sagen. Es sieht richtig cool aus und man kann sich so richtig vorstellen, wie sich das über Jahrtausende hinweg geformt hat. Ja, aber ich würde sagen, dabei belassen wir es dann auch für heute, weil es wird so langsam echt kühl und wir müssen dann noch die ganze Strecke zurückfahren und wollen nicht erfrieren auf dem Roller. Aber es hat uns insgesamt sehr gut gefallen. Dieses Puzzleteil, was Taiwan eigentlich heißt, wie Taiwan eigentlich aussieht, das setzt sich jetzt immer weiter zusammen. Und ja, ich würde sagen, es hat nicht geregnet, von daher haben wir einfach Glück gehabt. Hat uns echt gut gefallen oder hast du noch irgendwelche Ergänzungen? Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch komplett kostenlos. Man kann sich einfach so ein bisschen vorher raussuchen, welche Spots möchte man vielleicht sehen. Im Prinzip ist es einmal diese Straße, die durchführt. Und da gibt es dann die verschiedenen Aussichtspunkte, die Pagoden, die Brücken, die Tunnel. Es gibt auch noch Wasserfälle. Man kann natürlich auch längere Wanderungen machen, wenn man darauf Lust hat. Das war jetzt so ein bisschen chaotisch, unvorbereitet. Ja, nicht immer alles hatte Struktur in unseren Vlogs. Und Reisevorbereitung heute haben wir einfach mal so ein bisschen drauf losgelegt. Und es war auch sehr cool gewesen. Ja. Vergesst nicht das Gewinnspiel von Epica. Also liked und kommentiert das Video jetzt noch ganz am Ende, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns ja nächste Woche im Kenting-Nationalpark wieder. Da war heute die Strände, die wir heute gesehen haben, war nur ein sehr, sehr kleiner Vorgeschmack, was uns da noch erwartet. Das würde ich mir mal ein ganz anderes Bild von Taiwan. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dann. Ich finde es ja schon richtig schön. Also, ich werde nicht gefilmt. Ich so ein bisschen King Shui. Tunnel of the Nine Turns. Ein weiteres. Ah, Mann. Endlos blauer. Ah, Mann. Der Grund mit dem. Nochmal, sorry. Jo.